Hallo ihr Lieben, hier ist Tabitha Suguna und ich habe heute einen Gast mitgebracht und zwar meinen lieben Sohn Enrico. Hi. Hallo ihr Lieben. Ja, und wir haben uns gedacht, die Zeiten sind hart. Ja, den Menschen ist das Lächeln flöten gegangen und die Freude strahlt nicht mehr so richtig aus den Herzen. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir zusammen mal eine 21 Tage Eltern-Kind-Lächelkur. Ja, könnt ihr euch darunter was vorstellen? Enrico, wollen wir das schon verraten oder wollen wir es noch nicht verraten? Noch nicht verraten. Noch nicht verraten. Wir können jedenfalls sagen, wir werden mit euch zusammen Übungen machen, die das Herz zum Strahlen bringen und das Lächeln bis in die Augen transportieren. Und gleichzeitig werden wir noch unsere ganzen inneren Organe anschwingen, anstimmen und zum Lächeln bringen. Wir werden in den Pfingstferien starten. Anstatt Homeschooling machen wir dann Home-Lächelaktionen mit euch. Bleibt dran. Ja, wir machen das einfach, weil wir Bock drauf haben und weil wir zusammen auch mal ein bisschen so das Online-Coaching erforschen wollen. Ja, der Enrico geht in die Waldorfschule, hat jetzt, seit wie vielen Wochen habt ihr Homeschooling? Ich glaube so seit 3 Monaten bis jetzt schon. Boah, also ewig lang. Und ja, dann dürfen die Kinder natürlich auch mal mitbekommen, was die Eltern so machen. Und das ist jetzt einfach so eine super Gelegenheit, dass wir das zusammen mit euch machen wollen. Natürlich kostenfrei. Also unter dem Video alle Infos verlinkt. Wir starten wahrscheinlich am Pfingstmontag. Und dann könnt ihr immer mit uns gemeinsam, ich würde mal sagen, so 20 Minuten plant ihr einfach täglich ein. Und dann könnt ihr mit uns gemeinsam, ja, die Lächel-Challenge machen. Ab in unsere Strahlkraft miteinander. Und für die Leute, die Lust haben, uns zu unterstützen, wir haben eine wundervolle Muttertrommel, auf der ich sehr gerne mit Enrico immer mal wieder getrommelt habe. Und die hat vor einem Jahr leider den Geist aufgegeben. Also die ist total gecrashed. Und jetzt ist sie in der Reparatur. Und für diese Muttertrommel sammeln wir auch gerne Spenden. Also wer Lust hat, mitzumachen und vielleicht auch unsere Muttertrommel-Rettungsaktion zu unterstützen, wir freuen uns. Also, was wollen wir denn noch sagen? Haben wir noch was Spezielles auf Lager, Enrico? Eigentlich nix. Lasst euch überraschen. Bis bald. Ciao. Tschüss.